Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute ein Video für euch, an dem ich jetzt so ungefähr eineinhalb Jahre lang gearbeitet habe. Beziehungsweise ich habe mir immer wieder überlegt, was ich in diesem Video erwähnen möchte und ja, habe lange überlegt. Es soll heute um Tipps für erste Designerkäufe gehen. Ich möchte euch zeigen, mit welchen Dingen ich angefangen habe, was ich empfehlen würde, mit was man anfangen sollte. Und ein paar Tipps geben, die generell Designerkäufe betreffen. Fangen wir mit den generellen Tipps an. Ich achte vor allem auf gedeckte Farben, also sowas wie dunkelblau, schwarz, beige, braun, solche Dinge halt. Ich bin allerdings auch im Überlegen, ob ich mir nicht eine knallrote Handtasche kaufen soll. Aber ich habe jetzt mittlerweile eine gute Grundausstattung und deswegen fange ich langsam an, so ein bisschen in diese Richtung zu experimentieren. Aber ich glaube nicht, dass ich mit einer roten Tasche anfangen würde. Außer das wäre natürlich mein Stil. Mein Stil ist eher ein bisschen klassisch gedeckter, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Dann ist ein weiterer Tipp, bloß keine Trennteile. Ja, die Verführung ist ja immer ziemlich groß. Auch ich habe schon des Öfteren überlegt, mir das ein oder andere Trennteil zu besorgen. Allerdings hört man viel zu oft, dass diese Dinge dann als Kleiderschrankleichen enden. Und bisher konnte ich echt gut widerstehen. Was ich mit diesen Trennteilen mache, ich mache davon Screenshots und sammle die in einem Ordner im Handy. Oder ich schreibe sie auf meine Liste, wenn ich wirklich sehr, sehr verliebt in diese Dinge bin. Und dann fange ich an, sie zu beobachten im Internet, wie oft sie tatsächlich noch gekauft werden, beziehungsweise wie oft sie getragen werden und ob das auch noch nach ein oder zwei Jahren der Fall ist. Ein gutes Beispiel sind hier die Valentinos. Die habe ich gleich als sie rauskamen, sofort habe ich mich in sie verliebt. Das war jetzt, muss ich lügen, 6, 7 Jahre her, glaube ich. Und vor 2 Jahren habe ich sie mir dann gekauft, weil sie immer noch sehr, sehr auf meinem Radar waren und auch immer noch überall zu sehen waren. Und ich finde, es ist mittlerweile ein ziemlicher Klassiker geworden. Ich werde auch immer wieder auf diese Schuhe angesprochen, wie schön sie doch sind. Und ich finde sie auch wirklich immer noch wunderschön. Sie sind in gedeckten Farben, aber haben Nieten und sind dadurch trotzdem ein bisschen auffälliger. Durch die gedeckte Farbe sind sie aber wiederum recht neutral und ich finde, man kann sie zu sehr, sehr vielen Dingen kombinieren. Ich hatte sie mir vor 2 Jahren gekauft, weil wir zu 3 Hochzeiten eingeladen waren und auch auf 2 Bälle gegangen sind und da hatte sich die Investition für mich gelohnt. Da es ja doch recht hohe Schuhe sind, aber ich habe sie doch schon recht häufig getragen. Eine weitere Sache, auf die ich achte, die allerdings nicht auf die Valentinos zutreffen, sind Dinge, die man tagtäglich nutzen kann. Ich meine, es ist schön, dass ich die Valentinos habe, aber ich kann sie nicht jeden Tag tragen. Gut, könnte ich, aber das ist nicht so ganz mein Stil. Deshalb setze ich sehr viel auf Dinge, die ich wirklich tagtäglich tragen kann, weil es meiner Meinung nach zu schade ist, so viel Geld auszugeben und das dann nur im Schrank stehen zu haben. Deswegen investiere ich hauptsächlich in Dinge, die ich jeden Tag tragen kann, wie zum Beispiel diese Schuhe. Das sind die Gucci Jordan, die trage ich wirklich sehr, sehr gerne jeden Tag. Das Problem ist nur Ledersohle, da muss man ein bisschen drauf achten, wenn es jetzt gerade regnet, was in Hamburg doch ab und zu mal tatsächlich der Fall ist, dann trage ich sie lieber nicht, aber ich trage sie sehr, sehr gerne. Letzten Sommer, glaube ich, fast nonstop. Ein weiteres Teil ist zum Beispiel mein Burberry-Schal. Ich meine, wir leben hier in Deutschland. Wir haben mehr Winter bzw. Herbst, Frühling, Winter als Sommer. Deshalb, ich würde sagen, die Hälfte des Jahres trage ich eigentlich diesen Schal. Also er war seine 500 Euro auf jeden Fall wert, wenn man das runterrechnet. Oder auch zum Beispiel eine Jacke, wie zum Beispiel ein Trenchcoat. Meiner ist ja auch von Burberry. Sowas könnte ich auch empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Wintermantel als erstes kaufen würde, weil man den ja doch nicht so häufig trägt. Ein Trenchcoat kann man im Sommer, im Herbst, im Frühjahr, ab und zu an milden Wintertagen trage ich ihn auch im Winter, vor allem weil dieser hier auch ein Futter hat. Und ich glaube, man kann die neuen mittlerweile auch mit einem Futter ausstatten von Burberry. Ja, deswegen kann ich euch so etwas auch sehr empfehlen. Oder auch Dinge wie SLGs, also Small Leather Goods. Ich habe jetzt hier welche von Louis Vuitton.
Das ist der Cardholder, den habe ich hier auch mit meinen Initialen versehen lassen. Den habe ich damals in München gekauft, benutze ich jeden Tag seit, wie viele Jahren habe ich den? 4, 5? Ja, mag ich wirklich sehr, sehr gerne und verwende ich jeden Tag. Und dann haben wir hier noch die kleine Oma unter den Sachen. Das kleine Schlüsseletui von Louis Vuitton ist jetzt mittlerweile 7, 8 Jahre alt. Ich glaube eher 8, 9. Benutze ich tagtäglich, darf jeden Tag mit mir mit, ist dafür noch top in Schuss. Benutze ich hauptsächlich für Münzen und Einkaufszettel anscheinend. Ja, es hat ein bisschen Abnutzung, aber nicht viel dafür, dass es 8, 9 Jahre haltbar, also dass ich es seit 8, 9 Jahren habe. So, und dann kommen wir auch schon gleichzeitig zum nächsten Tipp. Und zwar auf Dinge zu achten, die leicht zu reinigen sind, beziehungsweise die lange haltbar sind, wie dieses Canvas von Louis Vuitton. Oder auch so ein behandeltes Leder, das, wo man auch mal kratzen kann, ohne dass da irgendwas passiert. Das ist zum Beispiel das Problem bei Chanel-Handtaschen. Vor allem die aus Lammleder, die soll man ja meistens als erste vermeiden, weil das Leder so anfällig ist. Und da soll man eher auf das Kaviarleder zurückgreifen. Ja, auf sowas versuche ich auch zu achten, damit man dann auch lange Freude von seinen Dingen hat. Und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Teil in diesem Video. Und zwar zu meinem allerersten Designerkauf. Und der war von Louis Vuitton. Das habe ich mir damals nachträglich zum 18. Geburtstag gegönnt. Und es war eine Speedy, beziehungsweise es ist eine Speedy. Ich habe sie geliebt über alles. Ich habe sie jeden Tag mit mir rumgetragen und sie hat auch mittlerweile schon ein paar Spuren. Aber ich wollte über diese Handtasche sowieso nochmal ein extra Video machen. Sie wird nämlich demnächst 10 Jahre alt und deswegen wollte ich dann nochmal ein extra Video machen. Aber ja, diese Tasche verwende ich mittlerweile nicht mehr ganz so häufig, weil sie nicht mehr so ganz mein Stil ist. Aber ich verwende sie sehr, sehr gerne zum Reisen als Handgepäck. Da kann ich sie wirklich sehr empfehlen. Und ja, ich meine, 10 Jahre alt und man sieht natürlich, dass das Leder ein bisschen gealtert ist. Aber das finde ich gerade schön an diesem Louis Vuitton Leder. Hier sind auch meine Initialen. Sieht man nicht ganz so gut. Ja, das war mein erster Designerkauf. Und ein paar Tage später habe ich mir dann das noch extra dazu gekauft und ja, das waren meine ersten beiden, Designerkäufe. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann lasst mir noch gerne einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst auch einen Daumen runter da. Allerdings würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt, dass ihr schreibt, warum oder weshalb, weil ich erhalte in letzter Zeit ziemlich viele Daumen runter und weiß leider nicht, was schlecht gelaufen ist, aber ich erhalte auch in letzter Zeit netterweise ein paar Daumen hoch. Weiß aber nicht so ganz, weshalb, also was euch gefallen hat an diesem Video, was man eventuell in nächster Zeit besser machen kann oder was ich gerne mal wiederholen könnte. Und ja, da würde es mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht einen kurzen Kommentar hinterlassen könntet, damit ich weiß, was ich besser oder weitermachen kann. Ja, und dann möchte ich mich nochmal herzlich für 500 Abonnenten bedanken. Ja, vielen lieben Dank. Das bedeutet mir sehr viel. So, das war's für heute. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss.